Wir haben hier gerade bestes Wetter in Taipei, 32 Grad. Das ist ein Grund, dieses Video draußen zu drehen. Der zweite ist, wir haben es hier mit einem Outdoor-Gadget zu tun, und zwar mit der Parrot Bebop Drone, die wir jetzt zusammen auspacken werden. Ich habe mir mal ein schattiges Plätzchen gesucht und da schauen wir uns zunächst mal den Karton der Parrot Bebop Drone an. Und vorne, da seht ihr sie schon, wirklich eine ziemlich schicke Drohne. Schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Hier vorne für Kinder über 14 Jahren geeignet, also nicht für ganz kleine Kinder. Auf der linken Seite sehen wir, wir haben auch die Möglichkeit, diese Drohne zu Hause oder in einem Gebäude zu fliegen, indem wir hier diese Styropor-Schützer anhaben. Wir haben hier eine Full-HD-Videokamera mit 14 Megapixeln, f2.2 Blende, und wir können einen GPS-Flugplan erstellen, und so sieht das Ganze hier aus. Auf der linken Seite haben wir noch ein paar Spezifikationen, die ihr hier sehen könnt. Wir haben hier WLAN eingebaut, und zwar ABGN-WLAN, Dualband, das heißt 2,4 und 5 GHz. Ziemlich nützlich, vor allem drin das 5 GHz Band, draußen dann eher das 2,4 GHz Band. 11 Minuten könnt ihr das Ding fliegen, pro Batterie. Aber es sind zwei Batterien mitgeliefert, das ist ziemlich praktisch. 1200 mAh sind die groß, und wir haben hier nochmal so die Abmessung mit Styroporschützern und ohne. Wiegt dann 400 bis 420 Gramm, also auch noch ziemlich leicht. Dazu haben wir einen Dual-Core-Prozessor und eine Quad-Core-GPU. Welche genau, weiß ich nicht. Ich nehme an, wir werden hier irgendwas von MediaTek haben, bin mir aber nicht sicher. Dazu 8 GB Speicher eingebaut. Ganz praktisch, ihr müsst keine MicroSD-Karte einlegen. Falls ihr aber längere Aufnahmen machen wollt, dann ist das natürlich auch wieder störend. So, und wir können Fotos, wie gesagt, mit bis zu 14 Megapixeln waren das, glaube ich, aufnehmen. So, und Full HD 30 Frames die Sekunde, H264 Format. Da haben wir noch ein paar Informationen auf Deutsch. 180 Grad Blickwinkel, und so sieht das Ganze von hinten aus. Ziemlich schick, wir haben eine App dafür. Und zwar fürs iPad oder iOS und Android. Da seht ihr nochmal so ein bisschen das Interface, werde ich im Test nochmal genauer drauf eingehen. Und hier sehen wir, wir haben eine 3-Achsen-Bildstabilisierung. Und ja, da seht ihr das. Wir können das auch mit so einem Flight Controller benutzen. Kostet nochmal 500 Euro extra oder 400. Diese Drohne kostet derzeit knapp 500 Euro und ist auf Amazon etc. verfügbar. Und da haben wir auch noch die Möglichkeit, das Ganze in First Person zu fliegen, mit einer entsprechenden Brille, die natürlich ebenfalls nicht mit dabei ist. So, ich würde sagen, wir packen sie jetzt aus, und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. So, Karton aufmachen, und da ist sie. Wow. Die Kamera hier nicht umstürzen. So, und da sehen wir zunächst einmal die Drohne. Wie gesagt, 400 Gramm wiegt sie ohne diese Schützer. Ich muss sagen, sie, ja, ist nicht schwer. Sieht hier mit dem Rot und dem Schwarz meiner Meinung nach ziemlich schick aus. Gibt es auch in Gelb und Blau, wenn ich mich nicht irre. Das ist der Akku, 1200 mAh. Und hier machen wir das mal auf. Dann sehen wir hier, das ist der Connector für den Akku. Den kann man dann hier entfernen. Dann hat man den Akku entfernt. So sieht er dann aus. Dazu haben wir hier ein paar Propeller, vier an der Zahl. Und diese kann man dann mit dem entsprechenden Tool, das da drin enthalten ist, auswechseln. Insgesamt hier, hier ist die Kamera, wirklich recht hochwertig, muss ich sagen. Das fühlt sich auch nach, ich nehme an, das ist so eine Magnesiumlegierung. Fühlt sich nicht nach Plastik an, zumindest nicht komplett. Gefällt mir ganz gut. Vielleicht Polycarbonat, na, ich nehme an, das ist eine Magnesiumlegierung. Hier, da seht ihr das, da haben wir solche Bubbles, die das Ganze so ein bisschen federn. Versuche euch das mal zu zeigen. Ihr seht, meine Hand bewegt sich nicht, aber die Kamera bewegt sich sozusagen. Der Kamera, ja, der Kopf. Und das soll die ganzen Vibrationen ein bisschen abfedern. So, was haben wir hier noch? Das war der eine Akku. Wir haben noch einen zweiten Akku. Da seht ihr ihn. Und wir haben natürlich auch ein Ladegerät. Dazu schalte ich ganz kurz ins Studio, weil ich das hier vergessen habe. So, da bin ich live aus dem Office, und da sehen wir das Ladegerät der Parrot Bebop Drone. Und ganz wichtig hier natürlich der Output, 12,6 Volt bei 1,2 Ampere Stromstärke, und so sieht das Ganze dann aus. Man schiebt den Akku hier einfach so rein, und
dann ergibt es ein Ganzes sozusagen. Zwei Akkus gibt es wie gesagt und hier könnt ihr diese Teile austauschen. Die zeige ich euch nochmal gleich später draußen im Video. Wir haben hier für alle Welt ein und die kann man dann einfach hier so drauf drehen und das ist ziemlich praktisch, wenn man reisen möchte. Dann hat man schon mal alle mit dabei. Was ebenfalls mit dabei ist und nicht nachher zu sehen ist, ist hier dieses Micro-USB-Kabel. Aber das ist ganz gewöhnlich, damit ihr die Daten von der Bebop Drone auf den Rechner übertragen könnt. Und jetzt damit live zurück auf die Wiese. So, wir sind also nun wieder zurück hier draußen. Dazu haben wir hier, na, das ist der Schutz für die Kamera. Also falls ihr die Drohne transportieren wollt, dann könnt ihr das hier vorne drauf machen. Ist ziemlich praktisch. Was wir hier noch haben, wir haben 4 Ersatzpropeller. Also insgesamt für jede Seite ein. Und so sehen diese dann aus. Was haben wir hier noch? Wir haben diese... Das ist das Tool, um die Propeller hier auszuwechseln. Da muss man einmal festhalten und drehen. Und außerdem haben wir diese Schützer aus Styropor. Mache ich mal dran. So sieht das Ganze dann aus. Meiner Meinung nach immer noch ziemlich, ziemlich schick. Und dadurch ist sie natürlich hier an den Seiten geschützt. Aber auch von hinten kommt man so schnell an keine Wand. Und auch hier vorne sieht es meiner Meinung nach ganz gut aus. Also insgesamt wirklich sehr, sehr schickes Design. Was haben wir hier noch in der Box enthalten? Zu dem Ladegerät gehört natürlich auch hier, wir haben diverse Reiseadapter. Also für jede Steckdose der Welt findet ihr was und das ist ziemlich praktisch. Ja, im Grunde war das das Unboxing. Ich würde mal sagen, ich fliege die jetzt und blende euch das mal ein. Viel Spaß, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.